Juhu, die gerne mehr. Finde die Abtauchluke. Stück bei Ballmütten. Ist da. Hä, haben wir die denn erst kaputt gemacht? Jo, frühzeitig relax, bitte. Wir haben jetzt die. Ach, oh, guck mal, wer da ist. Hi. Wir gehen mal da lang. Wir dürfen nur in die Dinger reinfahren. Schon verzässlich, ich glaube. Dumm. Kann ich da drauf? Kann ich das kapern? Ich würde es cool finden. Nee. Setze ich noch so Gefecht? Ah. Okay, danke schön. So, fuck you. Tut ihr uns an? Hallo? Schießt er ins Wasser, schießt drauf! Wer würde das hier nicht lieben? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Dinger da runterkommen. Naja, mehr jetzt weiter. Ich habe mich gerade das davon ablenken lassen. Sorry. Welttasche bist du nichts, oder? Nee, okay. Also, wir müssen vielleicht aufpassen, dass wir da reinhasseln. Das ist übel. Ah, dann kann man da ranfahren und interagieren. Eine Scheiße hoch, oder? Okay. Huch, von mir aus. Abtauchluke, ja gut. Ah, die Frackkiste. Da waren wir ja schon mal. Der Grünautomat. Ah ja. Stimmt. Weiß ich gerade wieder. Da. Ist der Schleckzieher oder was? Hä? So, ne? Grünautomatfinder. Alle Gäste von Bord. Ja, ist auch noch einer drauf. Vogel. Oh, da ist was. Ich muss sagen, jetzt fängt das Tier doch. Los, Brudi. Könnte das Zeug denn hier sein? Da oben drauf eigentlich. Wie kommst du da hin? Brauche ich mal einen Enterhaken oder so? Sieht so aus, als ob drauf wäre. Ah, okay. Auto lädt. Gerade nachgekriegt über App. Sehr schön. Ja. Keine Ahnung. Finden wir vielleicht irgendwann. Bis jetzt nicht, wo, wie, das die genau. Die Plage, die das Land vernichtet, muss aufgehalten werden. Ja, ist doch okay. Muss aber auch mein Loot zusammensuchen, Brudi. So, geht's nochmal vorwärts und wir finden die komische Abtauchluke. Das sieht das so von, das sieht komisch aus.
Ja, schon. Wie man wisst, kann man da kurz außen rumgehen. Da kann man hochklettern. Ah, was doch das Ding? Wo wir mal dran waren, ne? Wo wir nicht rein konnten. Es ist oft nicht rasch aus. La la la. Sieh mal einer an. Dankeschön. Können wir jetzt tauchen? Taucherhelm, selten. Schlucker. Ungeputzer gelöst. Ist ein Taucherhelm? Also. Jetzt klettert er hoch, Schnuffi. Klettert da hoch, Schnuffi. Ah, jetzt. Jetzt kann man damit wirklich tauchen? Ist der nur Fragen? Ah, guck mal, was wir da haben. Das Mr. Illusion. Der perfekte Urlaubsort. Hey, doch gerade Mr. Illusion. Hey, bin ich blöd? War doch gerade der Dicke? Nee, oh, sorry. Falscher, Nee, du kannst nicht, oder? Aber wartet mal, das will ich jetzt echt wissen. Ausrüstung. Kopf. Hat er wirklich die Fähigkeit, dass man jetzt unter Wasser? Nee, wir saufen trotzdem ab, ne? Okay. Ist halt nur so ein Ding. Schade. Ach, mit der Siege. Ich komme später wieder. Ungeputzter gelöst. Gute Frage. Was können wir denn sonst gerade da noch anstellen? Was ist jetzt? Ach, Mann. Was denn? Okay. Passt, das können wir schon kurz Quest-Technisches mal treiben. Neben Quests natürlich. Vielleicht Quests in der Nähe sind. Das? Übrige Frackkiste. Kleidernässer gelöst. Hm, was ist auch noch sondern? Gehen wir erstmal dahin. Was ist das? Bild von besiegenden Pummelschnauber. Hm, machen wir vielleicht auch. Machen wir schon mal eine Pummelschnauber. Dann bist du schon mal in der Aufnahme. Habe den dicken Auge gesehen, ne? Besiege Pummelschnaubi. Da kann man eh easy so rein. Heißt, ich fühle, dass der Level von uns gebannert wird. Na? Sagt es nur, Jungs. Bleib weg von mir. Du verstehst deine eigene Geschichte erst, oh Gott, wenn sie zu Ende ist. Jo. Komm voran. Dankeschön. Da auf dem Ding ist bestimmt was drauf. Hä? Dieser Bereich ist biologisch kontaminiert. Ja, und? Ist sehr gefährlich. Das würde eigentlich jetzt kein Problem für uns sein. Charakter? Wie ist sie so wundert? Ich würde eigentlich die andere Quest machen.
mach mir hier gerne eine Quest kaputt. Verpiss dich jetzt! Danke. Guck mal, da ist eine Geste drauf. Wie kannst du durchsuchen? Rassismus. Geht doch. So. Logisch kontaminiert, jetzt wissen wir, was ausmacht. Wie ein fucking Riesis, Alter. Der müsste aber auf unserem Ding draufbleiben. Auf unserem, Bödle. Oh, guck mal den Dicken da oben an. Warte, und der Pummelschnauber. Das ist der Pummelschnauber, ja, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Sehe ich auch so. Wie unendlich. Ah. Schwing den Bumball und schleudere ihn unter den Schnauber. So? Was sind noch so komische Dinger? Bumball. Ah ja, okay, kapiert. Wenn man einfach so bleibt. Bleibt mal kurz nach. Bringt ja jetzt aber auch nicht so viel, ne? Weiß ja, bin mir beim Ding irgendwie flotter als du. Hab ich schon Wasser ausgelegt? Kann ich vielleicht verarschen, indem ich mich dahinter hinstelle? Ja, fast. Jetzt fast drauf, Brudi. Entfessle die Quaker. Ein Übergroßer, der mit Quakern spielt. Komischer Gegner, sehr komischer Gegner. Wo fahre ich denn hin? Sorry! Bisschen runter drücke, ist irgendwie ganz komisch. Ganz weird, Leute. Buddy! Was ist los? Hi. So dürfen Pferdepickel auf dem Kopf. Den will ich ja mal wegmachen. Komm her. Ah, 14 Sekunden, oder? Okay. Wo ist er?
so ein Stickies auf dem Kopf? Spürst du das? Es weht ein frischer Wind. Echt? Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh! Gib mir jetzt ein Land, du kleiner Sack. Das war dein Todesurteil. Wow! Okay, der war hart. Hä? Ja, genau. Alter, verarsch mich doch nicht! Hallo, spring doch, Brudi! Okay, danke sehr, Sir. So, Jesus. Was soll ich da halt ausweichen? Eieiei. Nö, nicht schon wieder. Ja, los, gönn ihm. Du kommst nicht gegen mich an, Bastard! Ich bin El Ultra! Ich bin da im Arm drin! Motherfucker! Hab schön so programmiert! Hä? Wo bin ich? Da! Bam, nimmst du episch aus hier auf deinen Kopf! Hey, ich will das Fell noch. Achso, Ladescreen, ich dachte gerade so. Was? Enka ist jetzt los. Dank dir, dass du einen weiteren Weltenfresser erledigt hast. Die Hälfte ist bereits geschafft. Angeblich hat Steinalt Lupalupin gesichtet und er glaubt, dass deine Zeit gekommen ist. Er hofft, dass du bereit dafür bist. Obwohl du ein gutes Herz hast, solltest du nicht die Gelegenheit verpassen, dich dem Räuber zu stellen. Begib dich zurück zum Fuß des Baumes. Hoffentlich bleibt Lupalupin an Ort und Stelle, bis du dort eintreffst. Danke schön. Glebo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. Ach so. Ihr seht euch später. Genau, Glebo. Der große Plan. Wow. Jetzt kann das Fell von ihm mitgenommen. Hauptquest abgeschlossen. Glebo. Schade. Schade, 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 schade. Ich hätte gern sein Fell mitgenommen. Schleppt uns einfach dahin. Es ist... Wir sind im Grunde wieder zurücklaufen, ne? Ich sag's nur. Das nervt. Komm im Dunkeln nicht vom Weg ab. Egal, was wir mitnehmen. Wir haben eh besseres. Oder bauen uns besseres raus. Stört mich. Stört mich sehr an dem Spiel gerade. Einfach von meinem Loot entfernt wurde. Ich hab den erhackt. Oh, Steiner können wir trotzdem mal im Buchabstand, glaube ich. Das machen wir. Dann machen wir doch eine Sidequest 2. Da ist er, der Baum des Lebens.
Die Vorstellung, dass alles Leben durch gemeinsame Abstammung verbunden ist, wo die Äste als Arten existieren und die Schöpfungen der Vergangenheit für die Nachfolge der Ausgestorbenen stehen. Einst waren die riesigen Äste des Baums knospende Zweige, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbanden. Sie umfassen mit ihren sich ewig ausbreitenden und wunderschönen Verästelungen alle ausgestorbenen und lebenden Spezies. Die Lebenden sind eine Evolution derer, die zuvor hier waren. Ah, okay. Ist ja schön. Geschichte an sich ist generell cool. Es ist schon alles fein gemacht. Mir gefällt's. Oh. Kann man da? Ja, mit? Du Punkte. Kann man den markieren? Das hier ist Dixies Laden. In diesem kleinen Schiff gibt es einen Ausstatter und eine Verbesserungswagen. Nice. Ja, danke. Yo, Dixie, Bruder, was geht? Behauptet, dass du nirgendwo besser. Ja, das passt. Ich wollte ja nur Ohr quatschen, mehr nicht. Dann gehen wir noch kurz nuff. Guck mal, was mal so fein ist. Hein? Ah, guck mal. Rumpf. Modifizieren. Qualität. Sonst noch geben wir. Ja. Wurf 270, heilige Scheiße. Ich glaube, es wird uns das zerlegen. Grünwert. Ja, kann ich machen. Ja. Wenn ihr 15, das sind auch noch 15, das sind 720, ist Arschrad. Besser mal an. Puh! Da gerade, leichtes Herzflattern krieg. Mal Leute, das sind auch für Scheiß, halt immer da dabei hin, ne? Das taugt halt einfach nichts. Das ist das Ding, das ist der Job brutal. Klar, mehr Energie-Rack, aber scheiß drauf. Schuboiden. Einmal kriegt Material dafür. Ach, schade. Rechte Schulter, linke Schulter, Rumpf, Kopf. Sechs, komm. Weg, weg. Der Kopf kann man modifizieren. Wobei es ja alles so der Shit ist. Ich glaube, da warte mal einfach. Schultern, au. Danke, Herr Buschlatzen, Dankeschön. Mrs. Ziege? Ach, da sind sie ja. Du bist für dieses Reittier verantwortlich. Ja. Verhalte dich auch so. Natürlich. Hallo, I'm a Ninja. Ein Ninja-Waschbärmann. Ist MC Steinhardtbeck? Warum ist aber Loch drin? Warum waren wir da noch nicht? Ach, da geht's im Boom, ne? Feines Zieglein. Nice, ja, das war doch gut. Wenn du ein bisschen was berührt. Können wir kurz da vorne vorbeigehen, ist es Ziege? Weil, das wäre so ein komischer Turm mit irgendwas drauf, den man zerlegen könnte. Dann gehen wir da Luft zu Mr. MC Oldstorm. Was sind wir da? Plastisch. Die glauben in der Kunststoff. Das sind die frier Trickgläser im Wasser und so, ne? Ja, Polim. Plastisch sind die früher, glaube ich, genannt. Ganz früher noch. Weiches Ziegli. Da haben sie ja aus dir Fleisch gemacht und Gäse. Komplett komisch, die Leute. Guck mal, der war so komisch. Was ist denn das da drüber zum Fick? Das da. Kommen Sie mit, Mrs. Ziege? Ich glaube, ich muss da nuff. Kommt Holz raus, oder? Weil da schon ein Wegpunkt, Mrs. Ziege. Guck es ihm mal. Ich glaube, hier geht's halt zu Mr. MC Old. Was sagst du? Da war ich safe noch nicht. Mal sehen. Nix mal sehen. Ey, das ist immer normal. Ich will jetzt irgendwo pingeln und will dann weiter.
Ich weiß, Sandra, wir können Zeit. Ein verborgener Ort, direkt unter der UFO. Erde. Ja, direkt unter der Erde, schön, ja, finde ich cool. Läuft. Also Geschmack hat er. Kann man nichts sagen. So cooles Ding, du. Wie man es auch angeht, das Leben ist ein kompliziertes Spiel. Ja, das stimmt, aber ich will mit dem Ding eigentlich fliegen. Jetzt reden wir noch kurz mit MC Old. Komm, Reaper. Steinalt ist beeindruckt, dass du es so weit gebracht hast. Doch es gibt immer noch zu tun. Das Ende der Welt ist noch allgegenwärtig in aller Gedanken. Ja, so wollte auch Mua. Du hast einen Weg eingeschlagen, der dir die Macht verliehen hat, entweder alle zu vernichten oder zu retten. Die Frage ist, wie du mit dieser Verantwortung umgehst. Komm, Reaper. Er spürt, dass dein Herz stetig schlägt und begreift, dass der beste Weg zur Selbsterkenntnis darin liegt, dich im Dienst an andere zu verlieren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wer du bist und woher du kommst. Wer seine eigene Geschichte und seinen Ursprung nicht kennt, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Und was glaubst du, wie es um seine eigenen steht? Er heißt schließlich Steinalt, schon vergessen. Eine bös gemeint. Fabube, Muck, Kuffer. Steinalt sagt, es gibt eine Zeit für alles. Es ist jetzt sinnlos, an die Vergangenheit zu denken, da diese vergangen ist. Denk an die Gegenwart, denn dort befindest du dich. Du musst deine Prioritäten festlegen und Dinge zu Ende bringen. Wenn du weiter Gutes tust, wird dir Gutes widerfahren. Ja, mach ich. Wenn die Welt wirklich untergeht, gibt es kein Entkommen. Für den schlimmsten Fall hat er Vorbereitungen getroffen. Er nennt es die Arche. Er hofft, du hast recht. Er versteht, dass du meinst, dass die Reise so oder so weitergeht. Aber er selbst will, dass der Baum überlebt. Steinalt meint, es gibt keine eindeutigen Aufzeichnungen über die Ereignisse, die den Lauf der Geschichte verändert und die Welt in die Knie gezwungen haben. Er hat in der Arche Beweise gefunden, in denen die Krise beschrieben wird. Jahrzehntelange Verschmutzung, die in den Boden drang und den inneren Kern aufgebrochen hat. Die Verschmutzung unterbrach den Fluss der sogenannten Ki-Energie, die Lebenskraft, die alles durchzieht, sowohl lebende als auch unbelebte Dinge. Er hat erfahren, dass die Verderbnis alles auf der genetischen Ebene beeinträchtigte und so alles auf den Kopf gestellt hat, was als normal galt. Nur die, die sich verändert haben, entgingen der Auslöschung und konnten beweisen, dass Überleben und Erneuerung möglich sind. Er kann deine Neugier über das Schiff am Fuß des Baums nachvollziehen. Er sagt, es kam zum Vorschein, als das Öl durch die Erde brach. Die Arche gab es sogar schon vor der alten Zeit. In ihrem Inneren hat er Anleitungen gefunden. Und nachdem er sie jahrelang studiert hat, glaubt er nun, das Schiff zu verstehen. In der Arche gibt es noch 4 weitere Plätze und er vertraut darauf, dass du mit Weisheit und Barmherzigkeit entscheidest, wen es zu retten gilt, Oi. Wenn das Ende der Welt kommt. Oi. Er wird die Plätze weiter frei halten, falls du im Fall der Katastrophe noch 4 andere in die Arche einladen willst. Sobald du für einen Charakter alle Quests geschlossen hast, kannst du ihm eine von 4 Plätze auf der Arche anbieten. Der Sifu deines verbündeten Stamms und Steinalt haben bereits einen Platz, aber überleg gut, wenn du sonst noch einlädst. Du kannst deine Entscheidung später nicht mehr ändern. Je nachdem, welche Aura du hast, können manche Charaktere deine Einladung ablehnen. Steinalt sagt, die Zeit ist gekommen, um mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Lupalupin hält sich immer noch in dem Lager auf, in dem er aufgewachsen ist. Er hofft, dass du dort deine Antworten finden wirst.
Farfarifto, Tuka, Kubu. Das Dunkel ist zwar Teil deines Wesens, doch du solltest einen kühlen Kopf bewahren, da sich der beste Kämpfer nie vom Zorn hinreißen lässt. Ewe Bobuye. Er wird dir den richtigen Weg weisen, doch der Rest liegt an dir. Diesen Teil der Reise musst du alleine zurücklegen. Lupa Lupins Lager war immer schon da, direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Ilja Antuf. Steinalt hofft, dass du dort deine Antworten und deinen zukünftigen Weg finden wirst. Er weiß, dass er sich wiederholt. Doch die Zeit ist gekommen, der Schreckensherrschaft von Lupin ein Ende zu setzen. Okay. Oh, ich muss jetzt öfter spielen, damit ich aus der Lore rauskomme. Du solltest dich dorthin begeben und dem Schicksal ins Auge blicken. Du wirst Lupin gegenübertreten, in einem Kampf ohne Regeln. Er fragt sich, was dich gerade beschäftigt. Sag, das war eine interessante... Ja. Falls du das Gefühl hast, dass der Erzähler während deiner Erkundung zu häufig spricht, kannst du eine Kommentarfrequenz in der Einstellung Audio reduzieren. Nö, das habe ich schon gemacht, das passt. So, dann danke fürs Zuhören mit dabei sein. Danke fürs Kommentieren. Abonnieren vergessen und bis zum nächsten Mal bei Biomutantos. Tschüss.